kann auch Leroy dann bei Seven vs. White mitmachen. Das war nämlich der Ansatz, ja. Ah, fand ich. Ich finde, Survival sollte auch barrierefrei sein. Ja. Tag ist gerettet, Wrestling geht weiter. So ist es. Ist das jetzt schon der Einstieg gewesen, sag mal? Ach, von mir aus gerne. Ich steige überall ein, wo man einsteigen kann. Ich mache ja noch am Mikrofon rum, that's what she said, aber ich hoffe, das geht jetzt so ungefähr. Ich habe letzte Nacht geträumt, dass ich, dass ein nackter TJ, dieser YouTuber, dass er mich auf den Arm hatte. Er hat mich so wie so eine Prinzessin getragen. Und in diesem Traum ist dann seine Ex-Freundin an mir vorbeigelaufen, die eifersüchtig auf uns beide war. Tino, das war kein Traum, das ist wirklich passiert, weil du ja schließlich Geburtstag hast. Mich hat TJ meinen Geburtstag besucht. Ja, schön. Alles Gute zum Geburtstag, Tino. Vielen Dank. Ich habe gehört, Falco ist super und Wrestling auch. Ja, das kann ich auch vor mir hier gerade lesen. Neben Oreo-Keksen und Fred Ferkeln. Wusstest du, dass Falco richtig gute Musik gemacht hat? Der hat Musik gemacht? Ja, ich dachte, richtig gute. Ich dachte, er war Schauspieler oder so. Auch. Oder Sportler. Er konnte alles. War er nicht ein Skispringer, Falco Weißflog oder so? Nee. War das nicht der? Flog, ja. Der Flog. Das ist ja ein guter Name. Stimmt, ein Meister, der geflogen ist. Ja. Wrestling, wusstest du, dass das richtig cool ist? Das ist so, die Storylines sind immer super geil. Das ist doch alles Fake, oder? Ja. Das ist doch eh Quatsch. Wusstest du, dass die AfD voll doof ist? Nee, die ist super. Heute ist Gegenteil Geburtstag, wa? Nein, heute ist, Tino hat immer Recht Tag. Nice. Soll jeden Tag sein. Ich bin jetzt 29, Alter. Mhm. Das ist mein letztes 20er-Jahr. Ja, aber bist du da so reingehypt? So, oh nein, wenn ich 30 bin, kann ich plötzlich Dinge nicht mehr tun? Nee, oder aber so. Es ist weird. Also als ich 20 wurde, dachte ich mir, das ist schon alt, weißt du? Und so, jetzt fehlt mir die 10 am Ende. Und jetzt mit 30 denke ich mir so, je näher ich an die 30 komme, ich habe auch Freunde und Freundinnen, die auch älter sind. Du bist ja auch älter als ich ein bisschen. Was? Oder Imp und so. Und ich glaube auch Kalle, hast du nicht auch schon 30? Nee. Warte mal, Kalle wird dieses Jahr 30. Okay, super. Also bald, ja. Das sind alles so Menschen in meiner Bubble, die älter sind als ich, die aber auch noch irgendwie jung sind oder jugendlich geblieben sind und halt nicht so dieses Familiending fahren. Deswegen fühle ich mich immer noch sehr wohl, auch mit Ende 20 noch. Die infantil sind, möchtest du sagen? Die infantil sind. Nee, aber ganz ehrlich, jetzt mal eine Hasswelle gegen die ganzen Freunde im Freundeskreis, die jetzt Kinder haben. Ihr seid doch völlig bescheuert, Alter. Es ist echt Abschaum. Ja. Ekelhaft. Ich finde es ja okay so. Ich habe ja auch in meinem Freundeskreis Menschen, die verheiratet sind, die Kinder haben und Haus und so und Hund und Katze. Alles cool, ist aber nicht mein Lifestyle. Ja, dazu empfehle ich Mono für alle mit langweiliges Leben. Oder auch Monogamie für alle, langweiliges Leben. Wusstest du, dass Monogamie richtig blöd ist? Ja, Monogamie ist langweilig. Wobei, ich bin ja auch, also ich bin auch Polygamie tatsächlich, also für mich persönlich. Alles schwierig. Langweilig. Ich finde generell, Amie ist, also Liebe ist einfach langweilig, finde ich. Ich finde, Liebe ist immer langweilig. Ja, lieber Wrestling und Falco. Ja, ja. Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen. Ein saftiges Aloha von der Datenautobahn. Wir sind Brennpunkt Internet. Wir sind Tino Ranacher. Und Robin noch jemand. Nee, das ist heute egal. Das ist unwichtig. Ja, es geht hier nur um dich. Brennpunkt Tino-Wunsch quasi ja. Heute. Die Banditos damals in Weimar, die ich letzte Woche schon angesprochen hatte, die hatten ja diesen Club, diesen Over 29 Club oder hing da irgendwie ja, mit drin, soweit ich weiß. Ja, nebendran waren die direkt, da darfst du jetzt offiziell rein. Ich war da schon drin mit 24 tatsächlich. Peinlich. Die hatten mal eine Falco-Michael-Jackson-Night gehabt. Da hab ich nur, was auch sonst. Also nur die beiden gespielt. Da gab es auch ein Quiz, wo ich dann einen zweiten Platz gemacht habe und so. Ich hätte Michael Jackson-Frage nicht gewusst. Und da war ich da aber schon jünger drin. Und die meinten auch dann zu mir, weil mein Vater kannte den Betreiber so ein bisschen. Und da meinte, ja, es ist nur so ein Name. Fährt dein Vater zufällig Motorrad? Nee. so, ja, wir präferieren schon ältere Leute, so über 30, aber wir weisen auch niemanden ab, der jünger ist. Aber ihr Publikum war schon mehr so über 30. Okay. Na gut, also Tino, du hast heute hier alles zu sagen. Ich muss mir ganz kurz was aufschreiben, bevor ich das vergesse, was diese Woche war. So, Ach, das ist zu viel des Guten. Lass uns eine ganz normale Ausgabe machen. Ich will, dass alles weitergeht wie immer. Okay. Nein, nicht okay. Ich hatte nämlich eine kleine Idee. Wir sind jetzt 181. Folge. Ja, wir haben ja jetzt quasi eine neue Staffel, die wir beginnen. Stimmt. Und vielleicht wollen wir so ein ganz klein wenig so ein bisschen an der Rezeptur fallen. Ich habe nämlich die Idee für ein bisschen Struktur und ich weiß, das haben wir schon ein, zwei Mal probiert. Seit Folge 2. Ja. Aber vielleicht hängen wir uns dann hier irgendwie so ein Schild hin, wo das draufsteht als Erinnerung, weißt du? Und wir haben das ja eh schon immer versucht, so mit einzelnen Rubriken. Ja, stimmt. Zum Beispiel der virale Hitler. Ja? Kann lange nicht.
nicht. Dann mehr. Haben wir jetzt eh am Ende schon die Rubrik mit dem Brennholz. Ja? Stimmt, die Musik. Die heißt hier bei mir Brennholz. Mhm. Finde ich gut. So, dann hätte ich noch die Idee für Serienmörder, weil jemand von uns ist immer Serienmörder. Entweder guckst du irgendeinen Riverdale-Scheiß, wo ich... Nee, auf keinen Fall. Ohne Spaß, ich hasse Riverdale. Ja. Ich meine, ich verstehe das Konzept, dass es halt überzeichnet ist. Ne? Ja. Das habe ich auch bewusst irgendwie, naja, nicht awkward sein, aber bewusst irgendwie... seltsam. Hm. Das, die gehen ja so in die Reihe mit Dallas und Reich und Schön. Die waren ja auch schon so, alle hatten Trillingsgeschwister, die wieder zurückgekehrt sind, hatten alles. Kenn ich alles. Genau, so. Und Riverdale ist ja in der Tradition quasi, aber es ist nichts für mich. Es ist mir zu abgedreht, es ist mir zu weird. Ja, ich dachte nur, ich finde das halt immer sehr witzig, wenn eine Person was sehr gut kennt und die andere gar nicht. Mhm. Und dann, wenn ich dir zum Beispiel sage, hier dieses Spiel und so, und du musst dann halt kurz... Oh, Tetris, Alter, ich kenne die alle nicht mit Namen, die Figuren. Genau, die Blöcke und so. Genau, genau. So, und wenn das bei einer Serie ist, ist das dann halt ein Serienmörder, weißt du, weil du die Serie kaputt redest. Ja, verstehe ich. Also könnte man halt hier jede Woche, das muss ja nur 1-2 Minuten so sein, vielleicht eine Serie kurz vorstellen oder sowas. Warum nicht? Ja nicht immer sein, aber so als Rubrik dachte ich witzig. Ja. Hast du gleich einen Serienmörder? Ich hab tatsächlich diese Woche eine Serie geguckt und das ist The Walking Dead World Beyond. Und du weißt natürlich, warum die besonders ist. Ja, weil da Zombies sind. Und die Zombies quasi sind halbtot. Jetzt gibt es doch so vierteltote Zombies. Die sind nur so ein bisschen angezombiert, weißt du? Mhm, die sind nicht, immer noch nicht tot, immer noch nicht lebendig, aber schon ein bisschen lebendiger und tot als die anderen. Das ist ganz weird. Es ist erschreckend, wie nah dran du bist. Weil tatsächlich die allerletzte Szene, also erstmal World Beyond ist halt marketingtechnisch auf so Teenies aufgesetzt gewesen. Mhm. Die erste Staffel war ganz schlimm mit so Teenie-Drama und so. Die zweite Staffel ist echt gut. Und es gibt auch nur zwei Staffeln, dann ist vorbei. Und die allerletzte Szene der zweiten Staffel ist quasi ein Teaser für die Zukunft. Und da gibt es jetzt, und das ist, es gibt jetzt 12 Jahre dieses The Walking Dead Cinematic Universe. Ja. So lange, krass. Ja, und da hast du echt recht jetzt gehabt, denn die letzte Staffel, die letzte Szene zeigt, kannst du 28, kennst du 28 Days Later? Nein. Da gibt es nämlich auch keine Zombies, sondern das sind, die verhalten sich zwar wie Zombies, aber es sind keine Untoten, es sind so... Mhm. Die sind so Rage-Virus infiziert und die sind halt super schnell und aggressiv. Das sind so Cosplayer, die das einfach nur spielen, um nicht aufzufallen. Genau, das sind diese LARPer. Genau. Und die gibt es quasi jetzt im europäischen Raum in diesem Universum. Also sehr schnelle Zombies, die Erinnerung haben, die klettern können und alles mögliche und richtig aggressiv sind. Super Zombies. Und ja, und das macht die Serie jetzt halt wieder richtig interessant, finde ich, tatsächlich. Das brauchen auch manche Serien, ne? Wenn es so wie also 12 Jahre lang läuft, brauchst du irgendwann mal was Neues, wie halt bei Two and a Half Men war dann Charlie Harper weg, dann kam halt hier Ellen und so weiter. Ja. Oder bei Scrubs wurde dann das Krankenhaus zu einer Universität umgewandelt. Das braucht manchmal so einen frischen Wind. Ja. Und das war unsere Rubrik Serienmörder. Nee, ich dachte mir, ich habe übrigens noch zwei, glaube ich, zwei Rubriken, oder? Ja, genau, habe ich. Pass auf, folgendermaßen. Wir machen nämlich hier richtig Struktur. Die News kommt gleich. Ich würde doch ansteigen mit auch einer Serie, die ich gerade schaue. Ach so, hast auch eine. Okay, und so Shameless schaue ich gerade. Und zwar Shameless. Die US-Variante. Es gibt ja zweimal quasi, ich glaube, die Ur-Variante ist britisch. Hm. Und danach haben die Amerikaner die aufgekauft und nachgedreht nochmal oder neu interpretiert. Und es geht halt kurz gesagt ist das mit dieser Familie? Genau, es ist eine Großfamilie, wo der Vater halt übelster Alkoholiker ist und sein Leben nicht auf die Reihe kriegt. Und die eine Tochter, die am ältesten ist, sich um alle kümmern muss. Und jedes Kind hat so seine eigenen Eigenarten. So, der eine ist halt... Vergewaltiger, der andere ist... der eine ist super intelligent zum Beispiel, der ist eigentlich viel zu schlau für die Familie und will dann aufs College gehen. Der andere ist irgendwie gay und will zur Armee gehen. Da gibt es auch jemanden ganz jungen, Karl, der halt super... kriminelle Anwandlungen jetzt schon hat in dem Alter, dann Mädchen, die total die sozialen Fähigkeiten hat, so, also richtig spannend. Und da bin ich jetzt bei Staffel 6, glaube ich. Und die wird echt immer krasser, immer absurder, also was heißt krasser, immer anders krass. Wenn du denkst, es war nicht Comedy, oder? Night Remedy, würde ich sagen. Sehr lustig, okay. Aber auch sehr dramatisch. Okay. Und ich muss sagen, ich hätte öfter einen offenen Mund vor Schock als bei Game of Thrones tatsächlich. Mhm. Weil dieser Vater, dieser Frank, der macht so absurde Sachen, der geht echt über Leichen teilweise für so ein bisschen für Kleinigkeiten, ohne es zu spoilern so. Mhm. Es ist abgefahren. Es gibt eine Figur, die mich furchtbar nervt, aber die kommt und geht zum Glück mal wieder, dass man sich von ihr erholen kann. Mhm. Also richtig coole Serie. Shameless, US-Version, geil. Und danach schauen wir noch die britische Version, um zu gucken, welche besser ist. Ja, also eine von beiden hat Basti halt auch mal mir empfohlen.
Ich bin, weiß nicht welche. Ich glaube, die amerikanische ist ein bisschen populärer. Wurde auch mehr so gemimt und. Wahrscheinlich guckt Basti eher amerikanisch statt britisch. Und der Ian-Schauspieler, sobald er volljährig ist, voll heiß. Ohne Spaß. 17 Jahre und 364 Tage I. Aber einen Tag später. Boah. Ist so, ist so. Also echt, der ist super hot. Und er ist auch in Gotham zu sehen. Also richtig cooler Schauspieler. Okay. Oh, Gotham, da kommen wir gleich noch zu einer News. Egal. Folgendermaßen. Aussterbende Wörter. Ja. Vielleicht machen wir die Rubriken auch eher gegen Ende. Machen erstmal vorne die News dran und dann hinten die Rubriken. Aber wir besprechen ja gerade noch die wechselnde oder eventuell angepasste Struktur. Aussterbende Wörter, das ist mir ein Highlight. Ja. Einfach so Wörter, die man fast nicht mehr sagt und die ein Revival brauchen. Ich kenne so das N-Wort zum Beispiel, sagt man auch nicht. Ja, es wird einfach wieder Zeit. Die gute alte Zeit. Ja. Also wir werden hier beschnitten in unserer Sprache. Und deswegen krame ich jetzt wieder Wörter aus, die wieder in den aktiven Wortschatz eingepflegt werden müssen. Das wird gefährlich jetzt. Ja. Nein, es geht nicht um das N-Wort. Ich hätte heute das Wort deucht. Mir deucht etwas. Das bedeutet das gleiche wie mir dünkt etwas. Das ist quasi halt ein Doppelwort. Ja, das bedeutet das gleiche. Also es scheint so. Mir deucht, es funktioniert nicht. Mhm. Hat man vielleicht schon mal. Mhm. Ja. Also das ist einfach ein wunderschönes Wort. Ja. Mir deucht, das wird heute eine sehr gute Folge werden. Okay, witzig. Es gibt eine Facebook-Gruppe, die heißt Fast vergessene Wörter, da bin ich ganz gern drin. Das sind auch so Sachen wie Physimatenten und so, dann erklären die das so oder Kapriolen. Das kann ja eine winzig kleine Rubrik sein, weißt du, einfach nur so ein Wort. Einfach ein Wort reinschmeißen, dann wie wir es erklären würden und dann ist jetzt weiter. Und durch Corona sind wir bald durchseucht und durch diese Rubrik sind wir bald durchdeucht. Spannend, spannend. Noch nie gehört vorher tatsächlich. Ja. Es ist einfach gut. Und dann als letztes, also viraler Hitler natürlich, hatten wir noch. Mhm. Hätte ich auch diese Woche ein. Und als letztes hätte ich hochfahrstuhlend als Rubrik. Mhm. Das sind die Uplifting News. Ah, okay. Die hochfahrstuhlend. Ich dachte, wenn jemand so ein Glow-Up, weißt du, jemand, der scheiße war, jetzt aufsteigt mit dem Fahrstuhl. Nee. Uplifting. Okay, Hochfahrstuhl. Hast du Uplifting News? Ich hab die, aber die würde ich halt dann immer zum Ende machen, quasi. Ach so. Ja. Damit wir hier schön mit einem guten Gefühl für Jules zum Beispiel rausgehen, die sich ja freut, dass sie hier so Nachrichten quasi hören kann, ohne dass sie in Depressionen verfällt. Ja, das auf jeden Fall so als eventuell. Dann würde ich hier vielleicht einfach so eine kleine Platine hinzimmern. Witzig. Ne? Ja, oder ein Whiteboard oder so. Da kann man so volle Strukturen aufbauen, wo wir hinführen, unsere Gespräche hinführen müssen, um an diesen Punkt zu gelangen. Da steht dann drauf, Falco ist super unter anderem. Zum Beispiel. Ja. Wer jetzt auch super ist, ist Terence Hill. Okay. Denn Terence Hill ist tot. Ist jetzt ein Deutscher. Aha. Hat sich einbürgern lassen. Warum? Weil er seine Wurzeln hier wohl hat. Er hat wohl als Kind viel in Germany gelebt. Heißt er jetzt Thorsten Hügel? Genau, es ist Thorsten Hügel, hat sich angepasst. Okay. Und Thorsten ist jetzt ein Deutscher. Ja, herzlichen Unfassbar. Glückwunsch. Thorsten Hügel und ich habe ganz vergessen, wie hieß der andere? Bud Spencer. Bud Spencer, und der ist jetzt auch inzwischen hier in den Himmel exportiert, emigriert. Arsch. Naja, Bud ist ja eher so wie Buddy, aber es gibt kein, egal. Arschsparen oder so. Ja. Herzlichen Glückwunsch zur deutschen Einbürgerung. Punkt. Ja, es ist halt, find ich spannend. Also ich wusste nicht, dass der überhaupt noch lebt. Das war das Erste. Ja, und zweitens sonst wäre das ja Terence Kill. Und zweitens war es halt so eine Nachricht, die ich gelesen habe. Irgendwie hat er der Bild-Zeitung verraten. Weil er, das hat er der Bild-Zeitung verraten. Genau. Schön. Also er weiß nicht, dass es ein Schmierblatt ist. Ich werde der Bild-Zeitung auch mal was verraten, nämlich dass Seven vs. Wild, wir kommen nicht drum rum, das ist in Deutschland, zumindest Deutschland, Internet-Deutschland, das Thema der Woche, denn die ersten Folgen haben schon wieder alle Rekorde gebrochen und ich reagiere fleißig darauf, also immer mittwochs jetzt wahrscheinlich 20 Uhr, weil das ist ja eh meine reguläre Streamzeit und sonntags streame ich jetzt, sofern ich es hinkriege, auch immer. Schau mir da die neueste Folge an, die hoffentlich nicht immer anderthalb Stunden geht und zocke danach Chats Play Light mit Red Dead Redemption 2. Aber wie läuft das denn dann? Also senden die ihre Materialien quasi dann am Ende, wenn die fertig sind, das einem Menschen zu, der macht dann quasi Folgen? Ja, das arme Schwein muss sich durch so viel Scheiße durchwühlen. Hier, guck dir das mal an, Alter. 7 Millionen Aufrufe in 2 Tagen. Krass. Die erste richtige Folge, also die Folge davor hat auch fast 7 Millionen, aber da ist nichts passiert, die sind halt nur abgesprungen. Aber anderthalb Stunden ist echt hart und da war echt viel
Downtime dabei. Also ich hoffe, dass sie ein bisschen kürzer zusammengeschnitten werden in Zukunft. Es wird irgendwie 17 Folgen geben. Das geht eine Weile. Die haben ja auch keinen Stress wie im Fernsehen. Da hast du ja so ein lineares Programm, da musst du halt dein Dschungelcamp und so füllen auf eine Stunde oder so. Und bei YouTube kannst du ja sagen, du machst mal irgendwie 3 Minuten weniger, wenn nichts passiert ist zum Beispiel. Du machst halt 5 Minuten mehr, wenn was Krasses war. Ja. Das ist der große Vorteil. Ich könnte jetzt auch echt, glaube ich, in 3 Sätzen zusammenfassen, was passiert ist. So. Ist Knossi noch dabei? Der ist noch dabei. Es ist ja nicht mal die erste Nacht. Knossi hat sich verletzt. Spoiler. Ganz am Ende sieht man, wie er sich am Fuß verletzt. Und da habe ich richtig ein Lachflash bekommen, Alter. Die letzte Szene in dieser Folge ist, wie Knossi verwirrt auf sein Gesicht filmt, aber er hat halt die Aufnahme verkackt. Er filmt in Zeitraum. Und dadurch ist das so Stop-Motion-mäßig, weißt du? Ja. Weil der Zeitraffer wurde dann wahrscheinlich super langsam runtergeslowt, um halbwegs okayes Bild zu haben. Und das ist dann das dramatische Ende, wie Knossi sich übelst scheiße selber filmt, ohne Ton. Richtig gut. Und er ist verletzt. Und dann steht da, ja, wenn man sich verletzt, dann Bakterien rein und man ist de facto tot. So, alles ein bisschen übertrieben so. Die Leute trinken ja alle aus dem stillen Gewässer ungefiltert, das ist auch so ein bisschen interessant. Das macht man aber nicht, oder? Eher nicht. Also ohne das abzukochen würde ich das nicht, gerade stilles Gewässer halt. Okay, wenn da ein Fluss lang fließt von mir aus, obwohl da auch schon jeder Scheiß drin sein kann. Da trinkst du doch aber irgendwelchen, Gewässer. Weiß nicht wo die sind, aber so irgendwie Elefantenhepatitis oder so. Ja, die sind auf San José, eine kleine Insel von Panama. So unterhalb von alles drin sein. Das Panama-Kanal. Das irgendwelche giftigen Spinnen und so und Schlangen, die da... Ja. Oder diese komischen Penisfische, ne, die so in deinen Pullerstrahl reinschwimmen. Den hat tatsächlich jemand angesprochen, ja. Also es gibt einen, der Sascha Huber, der ist richtig anstrengend. Also für mich ist es schon wieder so schlimm anstrengend, dass es wieder witzig ist. Also ich finde nicht ihn witzig, sondern ich finde es witzig, mich darüber aufzuregen. Und generell gibt es sehr viel weniger Sympathieträger als letzte Staffel, sag ich mal. Aber, Fakt ist, ich hätte dabei sein müssen. Ja, keine Frage. Warum sind die auf dieser Insel und labern? Das sind 7 Leute und die labern alle genau das Gleiche. Die machen das Gleiche. Da ist keiner. Ich habe vorgeschlagen, geh auf eine Klippe hoch, leg die GoPro unten hin und kack einfach 30 Meter von dieser Klippe auf die GoPro runter. Weißt du, wie geil das einfach für die Person, die das zusammenschneiden muss, wie geil das für die ist? Ja. Nein, aber so eine die witzige Aktion, weißt du, so mit einer Liane ein bisschen rumschwingen oder sowas. Oder im Wald nackt rumtwirken. So witzige kleine Szenen. Würdest wahrscheinlich mit hier Gitarre und Mundharmonika wahrscheinlich irgendwelche Dschungellieder schreiben. Ja, das wäre doch super witzig. Das hilft doch auch bei deinem Mindset, weißt du, wenn du da alleine bist und alles ist scheiße. Und Knossi irgendwie, der lag nachdem, er hat dann später bessere Laune gekriegt, aber nachdem er dahin geschwommen ist, lag der erstmal eine Stunde nur rum, hat gesagt, das ist alles so krass. Das hilft dir doch nicht, damit klarzukommen, wenn du dich da so reinsteigerst. Nee, aber ist es denn, kriegen die auch Geld dafür? Nee. Ist das irgendwie mit Gage? Das ist doch für Prestige, macht man damit. Das weiß ich halt nicht. Ich dachte, die kriegen auch irgendwie Honorar, weil ich meine, der Kanal hier, wie heißt er, Fritz Meinecke, macht wahrscheinlich auch dann Klicks und Geld. Ja, wahrscheinlich kriegen die irgendwas, weil Knossi hat ja auch in der Zeit quasi Umsatzeinbrüche, auch wenn ihn das wahrscheinlich nicht weiter stört. Ja, keine Ahnung. Irgendwie werden die vielleicht vergütet, kann schon sein. Also wenn ich die kennen würde, also klar, Knossi kenne ich, den Rest kenne ich halt nicht, ne? Und dann würde ich es spannender finden. Also ich finde tatsächlich die beiden Mädels und die Wildcard, die ich hätte sein müssen, am besten. Die anderen finde ich echt anstrengend. Also wenn ihr wollt, guckt mir gerne zu, wie ich darauf reagiere. Immer Sonntag und Montag, Mittwoch meine ich. Und ich mache dabei auch immer so ein Bingo jetzt. Also ich weiß nicht, ob ich es 17 Mal machen werde, aber mit Matt zusammen Bingo war witzig. Also das, was... Habe ich gesehen in der Nostarafo-Gruppe. Genau, was potenziell passieren könnte. Ja, in diese Telegram-Gruppe kommt ihr rein, wenn ihr $3 auf Patreon lasst. Das ist der Wahnsinn. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ich jemanden von euch da begrüßen könnte. Oder wenn ihr einen Podcast-Gruppe macht, dann kommt ihr auch so rein. Oder so, ja. Das stimmt. Gebt mir Geld. Der Käse bei der Gouda kostet jetzt 3,50, Alter. Weiß ich nicht. Isst du nicht, aber also ein paar Sachen sind relativ gleich geblieben, vor allem Gemüse und so. Aber der Gouda ist halt wirklich von 1,89 vor noch irgendwie ein paar Monaten zu jetzt 3,49. Ja, krass, habe ich es bei Katzenfutter gemerkt. Es ist ja so, dass das gerade Mars nicht liefert oder nicht beliefert werden soll, also nicht liefern soll, weil die wohl horrende Preise verlangen. Und Edeka zum Beispiel, die boykottieren Mars-Produkte. Okay. Und die haben wohl auch so als Subunternehmen Katzenfutter.
Und jetzt sind die Regale hier in Herkules leer von den ganzen Mars-Produkten, von Katzenfutter quasi. Und haben auch nicht genug Eigenmarken, weil sämtliche Herkulesse und Edekas im Land halt die Eigenmarken jetzt alle wild bestellen. Deswegen gibt es gerade einen Katzenfuttermangel in Herkulessen und Edekas. Richtig blöd. Außer die richtig, richtig teuren für, weiß ich, wo 100 Gramm drin sind, für 1000 Euro. Du kennst ja meine Allergie-Meinung, die Katzen dürfen ruhig aussterben. Ja. Nein, gut, also Sam vs. Wild, guckt es mit mir oder gar nicht. Das ist halt auch so, war so witzig, es kamen drei Leute rein, die so sagen, voll respektlos mit dem Reagieren, nicht 24 Stunden zu warten. Hm. Als wenn ich Piefke dem da jetzt bei 7 Millionen aufrufen, ja, und ich stream hier irgendwie für 60 Leute. Ist das echt ein Ding, dass sie dann sagen, warte doch wenigstens mal so. Er hat das gesagt, ja. Also ich fühle mich halt einfach nicht angesprochen. Klar, wenn da irgendwie Simon Unge drauf reagiert und 100.000 Leute gucken zu, dann verstehe ich es ein bisschen, ja. Aber wenn ich Piefke da irgendwie drauf reagiere, mit Leuten, die das sonst gar nicht gucken würden, die gucken das ja wahrscheinlich wegen meiner Reaktion, wegen dem Chat, weil das halt witzig ist, sich drüber lustig zu machen. Das sind ja nicht ernsthaft Fans von, also die meisten so ernsthaft Fans. Oder werden Fans dadurch. Vielleicht werden sie auch Fans, aber wie gesagt, so die letzte Staffel, da gab es halt mindestens 4 Leute, glaube ich, die echt sympathisch waren. Und hier sind es vielleicht 3, ja, vielleicht. Die Frage ist auch, würden sie so jemanden wie Leroy da aufnehmen? Das wäre witzig. Da habe ich eine hochfahrstuhlende News zu. Aha. Ja, komm, dann mache ich eine hochfahrstuhlende. Ja, gerne, gerne. Ist zwar noch nicht die Rubrik, die kommt erst am Ende, aber... Weil ich mag ja lieber irgendwie, ne, aber ich finde so diese Dinge, wenn er halt 2 Leute einlädt... Oder wenn er kann seine Hautfarbe ist halt... Was? Nein. Ja, aber er kann halt, weißt du, ich finde die Interviews ganz cool, die er mit einer Person führt, die sind manchmal ganz okay so. Ja. Meistens. Aber wenn er in der Mitte sitzt zwischen 2 Leuten... Er kann halt nicht irgendwie moderieren zwischen den beiden. Er sitzt dann immer nur doof da und guckt die irgendwie an. Das will er, glaube ich, auch gar nicht, aber das ist halt manchmal ein bisschen schwierig. Da muss er auch nicht dabei sein. Er kann auch einfach sagen, er setzt die beiden hin, macht im Nachhinein beim Schnitt dann irgendwie so Infotafeln mit hier lügt die Person. Er greenscreent sich rein. Ja. Damit er einfach halt auch schwierig zu sehen ist. Hallo, ich bin auch da. Abonnieren. Ja, ist halt nett. Also wahrscheinlich mögen ihn auch viele Menschen so auch aufgrund seiner Person, weil er auch sympathisch ist, aber es reicht mir halt nicht. Er muss auch irgendwie was drauf haben. Ja, manchmal ist es halt kritisch, wenn man Dinge einfach so stehen lässt, weißt du? Ja. Aber und den Markus Lanz muss man nicht machen, der wird mir auch immer unsympathischer jetzt. Ich habe den noch in Schutz genommen vor ein paar Monaten. Ich weiß, habe ich noch gesagt in seinem Podcast und so, ist eigentlich ganz okay. Aber die letzten Lanzens, die habe ich auch nur gesehen, weil der fucking Algorithmus mir das jetzt andauernd reinspült. Die Lanze bricht langsam. Ja. Also es ist ganz schlimm und jetzt, ich habe in den neuesten Podcast schon wieder reingehört, weil ich habe immer noch die fucking Mission hier, Lanz und Brecht in Real Life zu machen, aber das ist irgendwie, ich weiß nicht, das ist so ein ich muss es glaube ich einfach machen. Ich schiebe das so vor mir her, weil es so anstrengend ist, 2 Personen gleichzeitig, aber ich glaube, ich muss es einfach machen, egal. Und da sagt er, ja Greta, das ist doch hier mit ihrem moralischen Kompass. Nee, mit ihrem moralischen Zeigefinger, irgendwie sowas so von wegen, also der soll sich mal nicht einscheißen, genauso, oh, uns nervt das mit diesem Kartoffel. Das hat mir diese Kartoffelschmiererei auf die Bilder, hat mir das sympathischer gemacht, wie Markus Lanz sich darüber aufgeregt hat, wie schlimm das doch ist. Ja, ja, ich will auch noch meinen Kindern, dieser Satz, Alter, ich möchte auch noch meinen Kindern zeigen können, was es für schöne Kunst gibt. Ja? Die gehen doch nicht kaputt. Die gehen ja alle kaputt, wenn das Klima abgefuckt ist. Ja. Ja? So, ist ja irgendwie gerade wieder Klimagipfel in Ägypten. Und da wird jetzt ganz weit, ja. Da wird jetzt über 2,5 Grad diskutiert. Also die 1,5 sind eh längst vom Tisch, weil... Huch, schaffen wir nicht. Und in 10 Jahren reden wir dann, ja komm, vielleicht schaffen wir die 3,5. Naja, das ist komm. Richtig dumm, Alter. Ja, es tut sich irgendwie schon viel, ne? Man merkt schon, dass auch immer mehr Firmen so auf Plastik verzichten und so. Es tut sich was, aber es ist halt sehr langsam. Kommen wir zu anderen, von dem geistig behinderten Markus Lanz, kommen wir weg zu anderen Behinderten, weil ich wollte meine hochfahrstuhlende News hier reinmachen. Es gibt nämlich jetzt in den US-Parks, ja, die sind ja sehr bekannt, also die Linkin Park zum Beispiel. Genau. Die sind die ja wahrscheinlich. Nee, der ist tot. Das stimmt. Nee, also die, was die Amerikaner können, sind so hier geschützte Parks haben. So, die fördern die gut. So, und da haben die jetzt All-Terrain Wheelchairs für.
Und das, ich kann dir ein Bild zeigen, das sind All halt Terrain. All Terrain, also so für jedes Terrain. Ach, Hier, und Terrain. da fahren die ja mit so einem Panzer. Die Leute, die nicht laufen können, fahren halt querfeldein mit so einem fucking Panzer. Das ist richtig witzig. Das sieht ja echt aus wie so ein Panzer-Cosplayer. Vielleicht auch Ja. so eine ganz lange Nase, irgendwie so wie so eine Art, wie so ein Rohr, weißt Ja. du? Funny. Ja, fand ich, ist uplifting. Für diese Leute, die können jetzt quasi durch den Wald spazieren. Damit kann auch Leroy dann bei Seven vs. Wild Das war mitmachen. nämlich der Ansatz, Ja, ja. ah, funny. Genau, jetzt haben wir die Kurve endlich gekriegt. Ich finde, Survival sollte auch barrierefrei sein. Ja. Ja. Ein Dschungelcamp war auch noch keiner, der wie behindert ist oder so, der. Oder True. behindert wird, sagt man ja, glaube ich. Ja. Menschen werden behindert, ist ja auch so von der Gesellschaft. Unsere Zuhörer werden auch behindert, wenn die hier weiter zuhören bei der Scheiße, die wir labern. Apropos Scheiße labern, Ja. über den Drachenlord wird es bald eine Netflix-Doku geben. Ach, guck Ist an. das nicht spannend? Ist das bestätigt oder ist das einer von seinen Sachen, die er halt so sagt? Nee, hier steht, es ist eine Okay, Ankündigung. doch. 2023 soll es erscheinen bereits. Krass. Also Also ich er freue mich wohnt ja drauf. gerade irgendwie auf der Straße oder in einem Auto oder so. Das war so mein letztes Update, was ich von ihm habe. Unter einem Auto? Unter einem, ja. Also wenn seine Hater gefragt werden, würden die das bestimmt feiern, wenn der unter einem Auto läge, aber nee, würden sie nicht feiern. Sie würden sagen, ist egal. Die wollen ihn ja sehen. Die wollen sich ja über ihn aufregen. Aber kriegt auch Bürgergeld nächstes Jahr, oder? Mhm. Das ist auch für dich vielleicht was? Bürgergeld plus die Ich esse YouTubes-Einnahmen. kein Fleisch. Ach so. Ja. Gibt Was soll auch ich mir sonst davon kaufen? Achso. Grünkern-Bürgergeld Ach bestimmt. so. Ja, weiß ich nicht. Dass er, also auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite ersetzt es ja Hartz IV und ich bin ja nicht in der Position, irgendwie Hartz IV zu beziehen oder Es ist so. nicht ganz so. Also ich glaube, du musst dich nicht ganz so nackig machen wie bei Hartz IV. Es wird wohl barrierefreier. Auch etwas was für Leroy. Also soweit. Ja. Leroy, kannst du Bürgergeld. Egal. Ich weiß es nicht genau, ich habe irgendwas gelesen, dass die ersten 6 Monate oder so, ohne zu hinterfragen, du das erstmal bekommst, aber hinterher musst du ja doch irgendwie offenlegen oder so. Ich meine, ich habe jetzt nichts dagegen, Ich glaube, so 2 Jahre waren es aber. oder so, dass du nicht viel machen musst. Ich muss mal gucken, das ist Also, ich falsche. will halt dann auch nicht vollgelabert werden, weißt du, von irgendeinem Amt hier. Du kriegst jetzt Bürgergeld, jetzt bewirb dich doch mal hier bei Rewe. Ich weiß nicht, ob das so ist, dass du dann auch Sachen machen musst. Ja, mal gucken. Also, mal gucken. Das war ja auch so, als ich damals zwischen Studium und meiner neuen Arbeit war, ne? Da war ich ja so 3 Monate arbeitslos, aber geplant, so. Und da wollte ich halt einfach Arbeitslosengeld beantragen. Da meinte mein Bearbeiter so, nö, dann müssen Sie einen Zwischenjob machen. Geht doch nicht, dass Sie jetzt hier 3 Monate einfach Geld beziehen. Da ich sagte, naja, aber ich habe ja jetzt schon einen festen Job. Was bringt mir das irgendwie, mich noch jetzt irgendwie einzuarbeiten als Pädagoge irgendwo? Na, was ist denn ein junger, fitter Mann? Ich kann Sie auch bei Rewe in die Kasse setzen, wenn ich will. Da habe ich gesagt, ja, geil. Richtiger Dreck, ich Ja. sag's wie es ist. Richtiger Dreck. Richtiger Dreck, oh, Nekrolog Robin. Ja, Richtiger mehrere. Dreck. Was hast du da? Bist du Batman-Fan oder? Nee, Nee. der Vater Ach Abraham. so, ja, gut, das hat mir da, es wurde mir auch wieder reingewachselt, aber mein Gott, ja, Darth ich Vader habe halt Abraham. dieses scheiß Schlumpflied auch irgendwann mal gehört mit 6 Jahren, aber der war doch damals irgendwie schon 80. Der war sehr, sehr alt. Er hat 1977 nämlich das Lied der Schlümpfe veröffentlicht. Ja. La 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 la. Was übrigens auch die Gute Ärzte. Lyrics Was übrigens übrigens. auch die Ärzte mal verarbeitet haben in einem Ja. ihrer Songs. Das ist ein guter Twist. Das ist das Beste, also das, was Vater Abraham gemacht hat, das Beste, was der gemacht hat, ist dieser Song von den Ärzten. Kann sein. Ja. Wie ist der nochmal Leichenhalle? Ja. Also reinhören, Ah, jetzt Leichenhalle hast du von die Ärzte. gespoilert. Naja, nicht ganz. Das ist ja das Der unerwartete, Plot-Twist. witzige. Jedenfalls ist er jetzt gestorben. Er war Niederländer, glaube ich. Genau. Und ja, ist 1935 geboren, das war auch schon relativ alt. Rest in Peace, Vater Abraham. Und tatsächlich war das Lied nicht lizenziert. Also er hat, es war jetzt kein offizielles Schlumpf-Merchandise, der Song. Ja, da hat sich's ausgeschlumpft. Der wird Tatsächlich. jetzt unter die Erde geschlumpft. Rest in Peace, Vater Abraham. Wird Ja. auch heute in die Playlist kommen, sage ich dir. Eine ziemlich schlumpfige News. Alles klar. Mach das mal, Tino. Ich habe nämlich das perfekte Gegengewicht dafür. Vielleicht nicht das Schlumpflied, aber ich werde einen Song von ihm auf jeden Fall Oh, nicht reintun. irgend so ein Schmutzlied noch von dem, Ich Alter. kenne keinen anderen von dem. Man kann ja sein, dass erstmal noch mal andere Songs von ihm, die auch kulturell hochwertig waren, die es aber nicht geschafft haben. Nee, muss schon ein Schlumpflied sein, glaube ich. Mal sehen. Okay, Ich gucke ist mir ja deine na Entscheidung, nachher mir mal ist an. egal. Ja, Batman ist nämlich auch gestorben, allerdings nur die Stimme von Batman, die aber allseits bekannt und beliebt war.
Welche Stimme? Also nicht die hier. Sondern die ist von den Spielen, glaube ich, hauptsächlich. Und alle sind sehr traurig. Mit Recht. Ja. Also mir ist es egal, aber es war wohl schon so ein großes Ding. Ja. Der war 66, der Sprecher. Da fängt das Leben an. In dem Fall hört es bei ihm auf. Leben nach dem Tod fängt dann für ihn an. Genau. Und was halt schön ist, die haben sich irgendwie kurz vorher nochmal mit Mark Hamill zusammengesetzt, der ja auch so einen bekannten Joker, ja, Mark Hamill kennst du natürlich, ne? Ja. Der Luke Skywalker. Kann sein. Wer ist das? Der war von Star Wars. Ja, sehr gut. Ich hätte fast Star Trek gesagt, aber das ist Quatsch. Luke Skywalker, aber auch gleichzeitig spricht halt Mark Hamill seit weiß ich nicht wie vielen Jahrzehnten in der Trickfilmserie den Joker. Und das macht er auch sehr gut. Der hat auch eine sehr gute Joker-Lache. Und die beiden haben halt zusammen jetzt noch aufgenommen und jetzt ist er aber tot und da ist der Joker bestimmt ganz traurig. Ja, sad, tatsächlich. Ja. Zum Glück haben wir noch Schmiedi, das ist eh der beste Batman. So. Ja, ich finde es immer richtig krass. Also hast du ein Beispiel dafür, wenn in irgendeiner Serie ein Synchronschauspieler oder eine Schauspielerin ausgetauscht worden sind, wo es dich übelst genervt hat? Ich habe das Gefühl, ich hätte gerade irgendwas, aber ich komme nicht drauf. Also mir ist natürlich Marge Simpson und sowas bekannt. Aber das gucke ich halt nicht. Ja, bei den Simpsons fand ich es ganz okay irgendwie. Da fand ich die Marge und auch der Homer Simpson relativ gut neu besetzt. Die haben mir gefallen. Fuck, Alter. Ich weiß, dass es da immer eins gibt, wo ich mich jedes Mal drüber aufrege, aber ich weiß gerade nicht mehr, welches das war. Bei Game of Thrones gab es einen, wo ich es richtig scheiße fand. Ja, gut. Das war von... Ich muss kurz überlegen. Du hast ja auch Deutsch geguckt. Du bist ja selber schuld. Ja, weil ich dachte, also, sorry, wer... Du gehörst ja auch noch geteert und gefedert für. Ich schaue mir viel auf Englisch an, da dachte ich mir, das ist mir auf Deutsch irgendwie lieber. Das ist von dem... Hier den Kleinwüchsigen da, ne? Der... Tyrion. Genau, Tyrion von dem... Tyrion Lannister bestimmt. Nee, Lannister. Ach doch, genau, Lannister, ja. Nicht Jon Schnee und Lannister. Ja, aber Jon Schnee stimmt. Nee, und von dem halt dieser Beschützer hier, dieser Bodyguard... Der lange Zeit an seiner Seite war, der hat gewechselt, die Synchronstimme. Da fand ich den richtig scheiße, die Figur. Bronn meinst du, oder? Welcher Bodyguard? Kann sein, genau. Bronn. Nee, auch Bronn. Aber es ist so, als Fun Fact, dass der Schauspieler von hier Bronn und die Schauspielerin von Cersei, dass sie mal ein Paar waren. Ja, und die haben keine Szenen zusammen, glaube ich, weil die sind bitchig. Genau, ja. Und dann sind die extra auch die Szenen umgeschrieben dafür. Das fand ich auch sehr interessant. Ja, da sieht man wieder, liebeslangweilig, ne? Da kommen wir direkt zu Beginn unseres Podcasts die Kurve schlagen. Aber wir sind noch nicht am Ende. Es gibt noch einiges, was passiert ist. Denn ganz überraschend hat der Botschafter von Katar gesagt, er findet Schwule nicht so gut. Ach nein. Sag mal, wie konnte das denn passieren? War Hitler Antisemit? Nee, ich glaube nicht. Ja, ich weiß, es ist. Der hatte halt nur was gegen Juden. Siehst du? Was willst du denn sagen? Es war doch zu erwarten. Also ich weiß nicht, wer jetzt erwartet, dass man jetzt, nachdem die WM stattfinden soll, da Regenbogenfahnen geschwenkt werden, der hat sich eh geirrt. Und ganz mutig, Oliver Pocher hat ja auch ein Video gedreht und einen Song gemacht zum Thema Hurra, wir fahren nach Katar, wo er eine Regenbogenfahne schwenkt. Und es sah aus, als wäre ja auch ein Katar gewesen für das Musikvideo. Mhm. Und darf man, ist nicht verboten? Nee, es sah schon echt aus. Okay. Das fand ich ziemlich mutig von Pocher. Ich weiß nicht, ob die Fahne an sich verboten ist. Wenn da drauf steht, schwul ist cool, dann vielleicht schlimmer als so eine Regenbogenfahne, weiß ich nicht. Die kennen die da vielleicht noch gar nicht. Und im Zuge dessen hat auch ein schwuler Fußballmoderator danach gesagt, ja, der, was ist das für ein Typ nochmal gewesen? So ein Fußballbotschafter, genau, hat mich als geistig zurückgeblieben irgendwie betitelt. Ja, Damage in the Mind. Genau. Und hat auch einen Kommentar gemacht, fand ich ganz, ganz witzig. Und sich geoutet quasi, der Sportmoderator. Nett. Also, ja, ganz, ganz tolle WM, da freuen wir uns alle drauf. Und ich werde es auch dieses Mal erst recht nicht gucken. Ich werde es noch weniger gucken als das letzte Mal. Ja. Ich werde also wirklich, ich werde stattdessen Handball gucken, so wenig werde ich Fußball gucken. Oh nee, bitte nicht. Ich finde echt alle Ballsportarten langweilig. Ich suche gerade noch, ich hatte ja extra noch was dazu aufgeschrieben, und zwar, dass genau die FIFA verbietet nämlich auch Trikots mit dem Slogan Menschenrechte für alle bei der Fußball-WM in Katar. So weit kommt's noch? Ja, also was fällt denen denn ein? Also rechte Menschen für alle wäre vielleicht gegangen, aber so? Das ist dann wieder bestimmt die Argumentation von wegen, Fußball soll nicht politisch sein und so, aber du bist halt Menschenrechte sind nicht politisch, ja, Menschenrechte ist einfach ein Grundding so. Ja, das ist wie, wenn du draufschreibst, Wasser ist Grundrecht oder so, und dann wird das verboten. Also das ist so... Deine Meinung. Ja, ist ganz toll.
ganz, ganz toll. Fußball ist toll. Ich glaube, ich habe sonst nichts. FIFA habe ich auch noch eine Nachricht gehabt. Nee, das gleiche wie du. Menschenrechtsschürzen verboten worden, genau. Genau, und in Hannover gab es wohl noch in der Fankurve so ein Fanschild, ein ganz langes, wo drauf steht. Das ist ja eckig, das ist gar keine. DFB. Kein Bundesstadion. DFB-Team, ihr alle habt Blut an euren Stollen. Also auch die Fußballfans, die rioten gerade gegen diese WM. Und keiner geht doch als Gewinner aus der WM raus. Außer Hummels. Hummels ist ja nicht. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Stollen schmeckt, wenn da Blut dran ist. Sowieso ist ja auch nicht mehr vegan dann. Bist du Stollen-Fan? Isst du Stollen gerne? Widerlich, tatsächlich. Ich bin mag Rosinen nicht und der Teig, nee, einfach nee. Ich mag Rosinen, aber keine Stollen, also nicht das, was rundherum ist. Blut. Blut. Ja. Wie jeden Monat. Kommen wir zur ganz kurzen Kacksache, damit wir hier von diesen schweren Themen wegkommen. Ich habe hier so einen Screenshot, da fliegt einer sehr hoch. Das ist ein virales Instagram-Video gewesen diese Woche von, wie heißt der Kollege? Also vier Dudes auf dem Trampolin und einer, der ganz oben in der Luft schwebt. Ja, Andreas Winz. Das ist halt ein sehr kleines Trampolin und die sind quasi, du kannst ja so hochbouncen, indem du gleichzeitig hochspringst. Mhm. So. Und er fliegt halt einfach 5-6 Meter vielleicht nach oben. Und was du jetzt hier gerade auf dem Foto nicht siehst, er landet halt in diesem, also nicht auf dem Trampolin, sondern flutscht quasi durch. Da ist durch. Auch schon Blut überall hier an diesen Metallteilen. Er flutscht da halt durch. Er hat sich nichts dabei getan, aber es ist ein richtig, richtig krasses Video. Wir wollten als Kinder schon ermahnen, dass man maximal zu zweit drauf gehen darf, wenn überhaupt. Ja. Eigentlich alleine noch. Weißt du, er sieht mal wieder, dass sie sich nicht an Regeln halten, das wird direkt bestraft. Ganz, ganz gefährlich. Und wieder bricht sich irgendwie ein Influencer den Arsch, weil er irgendwo hingefallen ist. Ja. Selber schuld. Selber dran doof. Ja, Twitter ist immer noch in der Hand von Elon Musk. Habe ich irgendwas Neues? Ich habe einiges Neues. Ich glaube, es ist in der Zeit, dass wir ihn Edolf Twittler nennen. Denn da häuft sich einfach. Also ich hoffe ja so ein bisschen auch, dass die Plattform jetzt einfach mal untergeht, wobei ich es immer noch bezweifle. Er selbst schließt auch eine Pleite nicht aus, habe ich gelesen. Aha, das sagt er jetzt bestimmt, damit dann hinterher sagen kann, ich hab's euch. Ich hab's gewusst, ich bin guter Wirtschaftler. Ja. Ich hab's vorausgesagt, dass ich pleite gehe. Ja, also es gab einiges. Die Comedian Katie Griffin wurde suspended, wie sagt man? Suspendiert. Ja. Also blockiert. Sie hat ihn halt kritisiert gesperrt. Und dann war ihr Account gebannt. So. Also wahrscheinlich nicht dauerhaft, aber das ist halt so diese Free Speech Plattform, die da propagiert wurde. Ja. Und zeitgleich ging der Macher von Oreo, was hier zufällig vor dir liegt, weil vegan und Tino hat Geburtstag. Aus Versehen vegan, es war gar nicht geplant von denen, ne? Perfekt. Ja. Hat alle Werbung runtergenommen von Twitter, auch wegen Hate Speech und weil das halt jetzt da ein bisschen floriert, weil, also Elon Musk mit einem Witz kritisieren ist nicht cool, aber Ehrenmarke. Das N-Wort und Deucht sagen, das ist auf jeden Fall gut. Dann hat der gute Elon, und da muss ich dann gleich, Leute, wir kommen nicht drum, zum kleinen Amerika-Segment überleiten. Er hat erst ein Foto von einem Wehrmachtssoldaten gepostet mit drei Brieftauben hinten und guck doch mal, wie die Zeit vergangen ist und sowas, irgendwie so. Witzig. Muss halt nicht unbedingt ein Wehrmachtstyp sein, so. Sage ich jetzt nicht, oh, guck mal, der ist ein Nazi, der hat Wehrmacht gepostet, aber hat trotzdem ein Geschmäckle. Aber ich sag's, komm, Elon Musk ist ein Nazi. Naja. Einer muss es sagen, komm. Und vielleicht, sterb mich doch. Vielleicht ein autoritär, sagt man das? Ist das ein Substantiv? Er ist ein autoritär. Er ist ein autoritär, sagt man das? Autokrat? Autokrat. Weiß ich gerade nicht. Das Autokrat ist, glaube ich, noch was anderes. Er ist ein Nazi, sag's einfach, komm. Authorian. Sag nah. Authorial. Und zieh. Ist nicht schwer. Sag nah und zieh. Achso. Sacknaht, habe ich gerade überlegt. Sacknaht. Elon ist ein richtiger Sacknaht, ey. Sacknazi. Nee, egal. Er hat auf jeden Fall 12 Stunden später hat er dann dazu aufgerufen, die Republikanische Partei zu wählen. So. Kann er ja machen, oder? Kann er machen. Er hat nur vor wenigen Wochen noch gesagt, Twitter sollte politisch, sollte unpolitisch sein. Und er ist ja jetzt de facto Twitter und es beißt sich so ein bisschen. Als Privatperson hat er das geschrieben. Und seine Logik dahinter war auch richtig gut. Als die Leute gesagt haben, hör, was ist denn hier, Alter, warum rufst du jetzt dazu auf, das zu wählen? So.
Und dann gab es die Begründung, dass man quasi die Extremen, also quasi wenn jetzt die Demokraten alles hätten, dann kommen die Republikaner und balancieren diese Extremen aus quasi, damit die Demokraten nicht völlig durchdrehen und plötzlich Medicare for all machen, ja, Das dass wäre ja schlimm. jeder einfach eine Krankenversicherung hat. Alle Diese Menschenrechte Extrem. haben und so. Deswegen müssen wir jetzt Republikaner wählen. Das hat er angeblich noch nie gemacht. Ja. Er hat gesagt, er ist independent registriert, aber hat sein Leben lang demokratisch gewählt. Was ich etwas bezweifle, und selbst wenn es so wäre, ist es sehr interessant, dass quasi die erste Wahl, nachdem die Republikaner versucht haben, einen Präsidenten da ungewählt ins Weiße Haus zu bringen und fucking den Vizepräsidenten zu erhängen. Nachdem das passiert ist, heißt es jetzt, ja, jetzt sollte man die mal wählen, weil damit das ausbalanciert ist. Ein bisschen komisch. Damit es ein bisschen weniger radikal wird in Ja. der Politik, keine Frage. Also ganz, ganz komisch. So, gleichzeitig weiß ich nicht, ob ich das die letzte Woche schon angesprochen hatte, ob das so war, dass es ganz viele Parodie-Accounts gab. Weil Ja. Verifizier-Button gibt es ja jetzt quasi für Für jeden, der 8 8 Dollar Dollar hat. quasi. Und du kannst Genau. dich da einfach Tesla Real nennen und dann kannst du behaupten, wer ist Tesla. Genau, so. Und dann gibt es aber jetzt auch viele Accounts, die Elon Musk Parodie heißen, die irgendwas gepostet haben, die aber trotzdem gebannt wurden. Also das beißt sich alles Du um musst den auch Free jetzt Speech. Parodie hinter jeden Beitrag schreiben. Und dann gab es noch die Work-from-Home-Policy, die wurde gestrichen. Also die Leute, die bisher bei Twitter gearbeitet haben, durften das von zu Hause machen. Das wurde jetzt gestrichen, weil es ist einfach besser, wenn man ins Büro fährt, da das Benzin verballert dafür, 2 Stunden länger unterwegs ist. Und das ist einfach viel besser jetzt. Natürlich, weil Elon Musk sich jeden Morgen hinstellt und Kekse backt und Muffins. Und keiner isst die Er im kann Büro. immer nicht planen, wie viele dann da sind im Büro. Ja, das ist wirklich schade. Dass man ihm immer Sachen unterstellt, er wäre ja irgendwie ein Egoist und ein Arschloch und ein Nazi, finde ich nicht richtig. So Ja, ein Ehrenmann. also Nazi, weiß ich nicht, ist vielleicht jetzt wirklich ein bisschen Nazi-Keule, aber Ja. er kommt ja aus einem Apartheid-State. Also in Südamerika gibt es ja Apartheid mit Weiße und Schwarze, oder gab es früher. Ich weiß nicht, wie schlimm das heutzutage noch ist. Und vielleicht ist das prägend Noch gewesen. hängen geblieben. Deswegen will der auch jetzt ausgestorbene Wörter wiederholen. Der So wie du arme das Elon immer. Musk. Nee, aber also es ist auf jeden Fall eine ziemliche Shitshow, muss ich sagen, auf Twitter. Es ist Ich glaube, es geht unter. Wenn es erheiternd. so weitergeht, geht es unter. Ja, also ich glaube auch, die Menschheit, das würde zum Besseren dienen, so. Ich muss hier, glaube ich, mal auspusten, weil das ist nicht Oh, richtig drin. ich mache das nicht mehr jetzt, was? Ja, da war noch eine Kerze an. Ich glaube, der Welt würde es gut tun, aber wie viele Leute verzichten freiwillig auf diese Reichweite, weißt du? Und deswegen, das ist der einzige Punkt, warum ich sage, so, also man hat auch so oft gesagt, YouTube wird untergehen und da gibt es eine Konkurrenz. Und es gibt gerade noch nicht wirklich Aber Vergleichbares. ich bin jeden Tag näher dran, YouTube echt zu vernichten. Ich hasse Zu YouTube inzwischen. vernichten. Na, ohne Spaß. Ich wollte mir heute zum Frühstück ein paar Videos angucken, die gingen noch kurz. Erstmal 3 Werbeanzeigen vorher geschalten, die du nicht überspringen konntest. Ich hatte neulich eine Oh. 60 Sekunden nach Werbung, die ich nicht überspringen konnte. Da habe ich dann das Video gelassen. Das gibt's nicht, 60 ey. Sekunden. Das gibt's nicht. Bald haben wir normale Werbeverhältnisse wie im Fernsehen. Schön 7, 8 Minuten. Geil. Schlimm, schlimm. Ja, was mir noch schmeckt, ganz kurzes Amerika-Segment noch. Tut mir leid. Es waren nämlich Midterms, also die Zwischenwahlen. Stimmt, stimmt. Und da wurde erwartet. Und durch den Aufruf von Elon Musk auch unterfüttert eine rote Welle, also das Republikaner, weil das immer so ist, wenn die Demokraten quasi den Präsident haben, oder halt eine Partei hat den Präsident, dass die andere dann in den Midterms viel besser dasteht, so, Ja. weil die regieren gerade, wir sind eh immer unzufrieden, das muss am regierenden Präsident liegen, deswegen wählen wir jetzt die andere Partei, so immer. Das ist diesmal ausgelassen worden, also es ist gerade noch nicht ganz klar, ob das Haus und der Senat vielleicht sogar beide in demokratischer Hand bleiben, und das ist Das wäre sehr, sehr krass. ungewöhnlich. Es gibt noch eine Stichwahl in Georgia, das gab es auch schon 2020 bei der Präsidentschaftswahl, aber an sich ist es halt sehr viel besser ausgegangen, als man erwartet hätte.
Und die jungen Leute sind sehr viel mehr wählen gegangen, als man erwartet hätte. Gerade Midterm-Wahlen sind halt nicht so sexy wie eine Präsidentschaftswahl, weißt du? Und deswegen ist das sehr überraschend. Also, vielleicht haben sie jetzt langsam verstanden, dass dieser Extremismus nicht so geil ist und dass hier Abtreibung verbieten nicht so geil ist. Und für mich ist die interessanteste Entwicklung, weswegen ich auf dieses Amerika-Segment poche, liebe Leute, die interessanteste Entwicklung für mich persönlich ist, ich möchte nicht mehr, dass Trump verhaftet wird und ich möchte, dass er antritt als Präsident 2024. Denn er zieht die ganze Scheiße noch weiter in den Dreck. Er ist der Armin Laschet der Amerikaner jetzt. Und dann kann doch Biden wieder gewählt werden, meinst du? Das befürchte ich halt leider auch. Also wenn Trump nochmal antritt, dass dann Biden auch nochmal antritt und er ist dann halt wirklich irgendwie 83 oder so. Er kann auch Das muss 100 nicht sein, wenn sein. er einigermaßen noch fit ist und es hinkriegt, sich zutraut. Oder sie Bernie Sanders vorschicken. Naja, das wird nicht passieren. Es gibt Ron DeSantis halt, der aktuell Gouverneur von Florida. Und in Florida, da sind halt jetzt quasi alle Republikaner hingezogen, weil der hat mit ultra krasser Mehrheit gewonnen. Und der wird halt jetzt so als heißer Präsident gehandelt. Und da können sich die Leute drauf einigen, weil der ist halt nicht so braindead wie Trump, weißt du? Wenn der antritt und gewählt wird, dann gewinnen die halt. Wenn Trump antritt, dann zerfleischen die sich. Dann sind die hin und her gerissen zwischen den Make America Great Again Fanatikern und den Leuten, die sagen, hier, der ist der clevere von beiden. Und das will ich. Ich will Armin Laschet. Armin Laschet wird Präsident. Das will ich. Ja, Trump ist schon noch sehr, sehr beliebt, glaube ich, im Volk. Ich glaube, wenn der antritt, wird er auch gewinnen. Kann Ja. ich mir gut Und vorstellen. jetzt diesen Mittwoch hat er eine große Ankündigung angekündigt. Und alle denken natürlich, dass es die neue Präsidentschaftskandidatur ist. Und ich hoffe auch, dass er jetzt das macht, weil das die noch weiter auseinanderreißt. Und ich habe ja gerade gesagt, es gibt noch diese Stichwahl in Georgia. Und eigentlich müsste sich quasi jetzt alles darauf konzentrieren. Aber Trump schafft das ja nicht. Weißt du, sein Ego muss gekitzelt werden. Hey, hier, I'm the greatest. Tremendous, ja? Tremendous. Also ich Und er hoffe, macht jetzt, weißt du, jetzt, wo alle Augen quasi, also die Stichwahl ist wichtig, weil die könnte entscheiden, welche Partei den Senat bekommt mit einer Stimme Mehrheit. Und wenn aber Trump jetzt kommt, ich bin übrigens auch noch da, dann lenkt das halt davon ab. Und das will ich. Ja, kann ich verstehen. Ich wollte doch gerade sagen, ich wünsche mir, dass The Rock antritt irgendwann. Der hätte echt Chancen, aber es ist Der Rock. gruselig, dass er das hätte. Vielleicht hören wir einfach mal auf mit irgendwelchen Stars, sondern wählen Aber komm, er kompetente ist cool. Leute. Er würde erst mal in den Plenarsaal gehen und erstmal so riechen, so. Can you smell what The Rock is cooking? Und dann sitzt er irgendwie neben Olaf Scholz, weißt du? Und Ja. so und denkt so, and Olaf, what do you think? It doesn't matter what you think. Dann macht erstmal ein People's Elbow und Rock Bottom und dann Ja, okay. alle Kriege und alle Krisen gelöst. Nun. The Rock for President, sag ich dir. Warte, da habe ich noch was Großes zu. Und das allerletzte Amerika-Ding. Es gibt, und das können wir auch auf Deutschland bitte mal übertragen, es gibt in jedem Bundesstaat, oder nicht in jedem, aber in vielen Bundesstaaten gibt es zu den Wahlen direkte Abstimmungen über neue Gesetze, beziehungsweise Amendments, die in die Verfassung mit einfließen. So hat es jetzt Vermont zum Beispiel als erster Staat geschafft, dass das Recht auf Abtreibung in der Verfassung steht, vom Bundesstaat. Und Massachusetts hat abgestimmt Massachusetts. über 4% mehr Steuern für alle, die über 1 Million Einkommen haben. Ach. Und da haben sie gesagt, ja, das wollen wir. Das ist So doch schön. Sozialismus. Die DDR Das, kommt zurück. diese 4% gehen dann direkt in Education rein. Das ist der Wahnsinn. Aber das kann doch überall so Das Volk hat laufen. gesprochen. Ja, also ich habe schon leider festgestellt, wenn wir das halt hier machen würden, würde Sachsen sagen, würde Sachsen eine Umfrage machen, alle Ausländer raus. Und Sachsen würde sagen, ja. Na, ich finde, Vielleicht auch Thüringen mittlerweile, who knows? direkte Demokratie ist keine gute Idee, weil dann echt alle Na, abstimmen nicht dürfen. die. Ja, nicht, das ist. Du bist Demokratiefeind, Nein, wenn ich du bin das direkter sagst. Demokratiefeind. Ich finde parlamentarische Demokratie schon Aber bei gut. solchen Sachen, ich find das schon gut. Man muss ja nicht für alle befragen. Dann fangen die immer mehr an, weißt du, und dann machen sie den Bürgerbegehren, wir wollen auch darüber abstimmen, Todesstrafe für Kinderschänder wieder einführen und Grenzen dicht Ich machen. glaube halt, wenn du über einzelne Gesetze abstimmst, dann kommen viel realistischer und bessere Bilder zustande. Also, was ich auch als Beispiel genommen habe in der Oase, die man sich einkaufen kann auf Patreon, dass
wie viele Leute wissen wirklich, wofür die CDU steht, wenn sie wählen? Weißt du, wie viele Rentner gehen dahin, oh, die haben christlich im Namen, christlich, ich gehe auch sonntags in die Kirche, klar, die wähle ich. Klar, das ist auch ein Fehler, so, klar. Aber wenn halt da stattdessen Punkt für Punkt ein Gesetz steht und die Leute fragst, ich glaube dann, dass die Mehrheit der Leute, weißt du, dann doch eine bessere Meinung haben, als man ihnen zuschreibt. Naja, aber es gibt ja im Land jetzt mehr Oma Gerdas, als es Solmeckes gibt zum Beispiel. Ja, aber selbst wenn eine Oma Gerda gefragt wird, sollten Reiche vielleicht ein bisschen mehr besteuert werden, würde die wahrscheinlich ja sagen. Auch wenn Oma Gerda nie für eine Partei stimmen würde, die das machen würde, das meine ich. Aber ich glaube, selbst dann würden so Rechtspopulisten und Konservative Hetze machen gegen diese Reichensteuer. Ja, die Linken wollen uns besteuern und das wegnehmen und das in Flüchtlinge reinstecken, aber wenn es vielleicht gar nicht stimmt. Auch wie gesagt, diese 4% gehen halt straight in Education und das ist das Wichtigste. Will ich ja auch haben, aber ich glaube nicht, dass... Und das steht dann auch mit, das steht genauso in der Frage drin. Hm. Wenn du Oma Gerda fragst, yo, willst du 4% von allen Leuten, die eine Million haben, wegnehmen und das in Bildung reinstecken und dann sagt Oma Gerda, nein, das glaube ich nicht. Wenn es eine Geheimabstimmung wäre, jetzt weiß nicht, wofür du abstimmst, erst im Wahllokal liest du die Frage, dann okay, aber die machen ja vorher Wahlkampf und dann werden dann die Rechten sagen und die Konservativen, hier, nee, die Linken wollen die DDR wieder einführen, wenn du da ja ankreuzt, dann haben wir wieder hier die Mauer oben und schießt das hier. So läuft aber das ja, in der Politik. Das Ding ist, das kannst du ja so machen mit deiner Wahlkampfpropaganda, aber das ändert nichts an der Formulierung der Frage, die da konkret steht. 4% für alle über 1 Million und das geht in Bildung. Die lassen sich zu leicht verarschen, die Leute. Ich hab Vertrauen in die Menschen. Dann kommt Bernd Höcke und sagt, die wollen euch nur verarschen, diese Medien und diese Regierung. Wenn ihr da ankreuzt, ich habe ein gutes Gefühl bei Oma Gerda, ich glaube daran. Ja? Ich nicht. Na gut. Ich vertraue lieber Leuten, die ein bisschen Ahnung haben. Auch nicht immer. Ich habe noch einen Nekrolog zu öffnen. Oh. So auch zum Thema Synchronsprecher. Und zwar die Stimme des sprechenden Hutes bei Harry Potter ist gestorben. Hä? Das ist, der hat wirklich gesprochen. Da war kein Synchronsprecher dahinter. Ja, der Hut ist gestorben. Mach nicht die. Ja. Der Hut ist gestorben, okay. Ja. Okay. Ist das jetzt ein alter Hut gewesen? Das war ein sehr alter Hut, ja. Ja, das ist sehr schade. Fast so schade wie 15.000 Leute, die im Iran hingerichtet werden sollen, weil das Parlament abgestimmt hat, dass die Protestierenden, die gefangen wurden, hingerichtet werden sollen. Hm. Das ist doch mal eine ordentliche Demokratie. Denn sie mal das Volk fragen sollen, vielleicht. Ja. Oder mal die 15.000 Umfrage, wollt ihr hingerichtet werden? Konsens? Wir würden bestimmt 10% Ja anschreiben. Also bei der flächendeckenden Depression, die heutzutage... Ein paar wird es geben, die das... bitte erlöse mich. Ein paar wird es geben. Ja, also großartig. Irgendwie, warte, ich sehe die Zahl gerade nicht, aber es waren irgendwie 220 von 270 oder so, die dafür gestimmt haben. Gesund. Also nicht so gesund für die 15.000, aber sehr gesund für das Land. Aber es sind noch voll viele, die da hingerichtet werden sollen. Ja. Können die nicht irgendwie einen Riot machen und einen Aufstand und da irgendwie... Ja, da könnten ja auch, da könnte man irgendwie was an ein Bild schmieren oder so, weil weißt du, was da an CO2 verbraucht wird, wenn diese Leute da hingerichtet werden? Stimmt. Durch Pistolen wahrscheinlich noch. Oder Gas. Das wäre noch schlimmer. Nicht gut für die Umwelt. Nee, was ist denn das für ein Schmutz? Können die nicht mal Fußball-WM Iran machen? Vielleicht doch in 4 Jahren bestimmt. Oder Syrien erstmal. Nee, in 4 Jahren, glaube ich, ist der Iran dran. Hm. Dann kommt Nordkorea. Ja. Wenn der Prinz der FIFA Geld gibt, dem Herr Blatter, dann Iran, here we go. Ich habe auch here we go sagt jetzt Weimars scharfe Ecke. Ich will jetzt mal lokal werden. Du kennst doch, mal lokal. Du kennst doch die, oder sie ist auch bekannt, die alte Oma, diese Figur, die Klöße in der Hand hält und so Leute einlädt, ins Restaurant zu kommen. Ja. Das ist so eine Figur, die wurde auch schon mal entwendet und beschmiert und so. Die gibt es auch zu sehen in meinem Franzose in Real Life Video. Und da ist nämlich die beste Szene aus dem Video genau vor dieser Kloßfrau. Da geht es auch um die Klöße. Und da geht es nämlich mit diesem netten Herrn Thüringer, mit dem ich da rede. Guckt euch die Szene an. Und die machen jetzt dicht. Schade. Die sind jetzt vorbei. Frage. Meinst du, ich könnte diese Kloßfrau von denen bekommen? Stell dir mal vor, die würde hier so stehen. Fände ich cool, aber ich kann mir vorstellen, dass sie die versteigern oder so. Dass sie sagen, hier, für einen guten Zweck, für irgendwelche ukrainischen Geflüchtete, für Krebskinder, irgendwas. Dumm. Wäre cool. Da fände ich es besser, wenn es bei mir steht. Kostenlos. Wäre noch besser. Was haben wir noch? Liebe Leute, eure Chance, euch für den Eurovision Song Contest zu bewerben. Der ist ja nächstes Jahr in Großbritannien. Eigentlich wäre er ja in der Ukraine gewesen, weil die ja gewonnen haben.
mehr aus Gründen der Solidarität als durch musikalische Dingsbums. Trotzdem übernimmt es Großbritannien die Ehre und man kann sich ab jetzt bewerben bis zum 26. November für den ESC. Da könnt ihr ja quasi einen Song einreichen, euch einreichen und könnt vielleicht Wildcarder werden und dann werdet ihr ins Rennen geschickt für den ESC, für Deutschland. Mach das mal. Mach du doch auch einen Song, Robin. Meine Songs sind zu ranzig, aber kann ich nicht einfach einen alten schicken? Ich will dafür nichts tun. Du musst nicht mal, du musst eigentlich nur deine persönlichen Angaben, den Songtext einreichen und dann ein Video, wo du dich kurz vorstellst und den Song anspielen. Live, du musst nicht mal eine Aufnahme reinschicken. Okay. Weil es wird dann nicht so sein wahrscheinlich, dass der Song eh nochmal aufgenommen wird, richtig, wenn du dann da eingeladen wirst. Mach das mal, ich finde das voll cool. Ja, kostet ja nichts, ne? Schreib ich auf die Liste der Dinge, die ich bestimmt mal mache. Schick dir den Link nachher, damit du es nicht vergisst. Schick mal einen Link. Ich schick dir auch einen Link, warte mal. Ja, ich weiß, wovon ich dir einen Link schicke. Cool. Aber nicht wieder wovon ich dir keinen Link schicke, sondern dir jetzt direkt davon berichte, ist von dieser schlimmen Cancel Culture. Ganz schlimm. Das ist echt ekelhaft, weil pass mal auf, da wurde ein unbescholtener armer Bürger wurde aus dem Leben gecancelt mit seinem Laden. Und zwar heißt der Dizzy Dean's Donuts, der Laden. Mhm. Ein gewisser Eugene arbeitet da als Chef. Eugene Krabs. Geld. So ähnlich, ja. Und dieser Eugene hat sich selbst gefilmt, wie er eine Obdachlose mit kaltem Wasser überschüttet, die einfach hinter seinem Laden an der Mülltonne schläft. Mhm. Und hat das dann ins Netz gestellt und dachte, guckt mal, wie cool ich bin. Das ist bestimmt eine gute Idee. Ja. Ich gehe jetzt da raus, werde einen Obdachlosen, die zwischen den Mülltonnen pennt, die schon am Krepieren ist. Im Winter oder im Herbst beschütten, das online stellen und die Menschen werden mich lieben. Die werden mich lieben. Und komischerweise sind seine Yelp-Kritiken von 4,9 auf, ja, ich kann es nicht genau also 1,5 lesen, aber 1,5, so, 1,4 gesunken. Mhm. Das ist ja gemein. Damit konnte keiner rechnen. Jetzt hat sein Restaurant hier seine scheiß Donutbude, die hat jetzt schlechte Kritiken bekommen. Das ist Cancel Culture. Ja, also das ist diese linke woke Bubble, weißt du? Für den Kliman und er müssen sich zusammentun. Der hat nur gut gemeint. Ja klar, aber er hat die Frau waschen wollen. Ja, eben. Das ist gemein. Och Mann, ey. Aber es gibt doch ein paar, die dagegen halten, oder? Ja, das sind alte Videos. Ach so, ja. Dean Waver is a pure garbage person. Do not support this business. Na, also weiß ich, echt, das ist echt selber dran doof. Wer das glaubt. Came for a donut, instead I got to see a piece of shit. Das kannst du auch echt nicht bringen. Du bist Geschäftsführer, hast einen Donutladen, der gut läuft. Dein Leben läuft vielleicht ganz geil, dann denkst du, ja, jetzt beschütte ich meine Obdachlose mit kaltem Wasser. Die war nicht mal im Weg, Alter. Die saß halt wirklich ganz am Rand. Die saß nicht vor seiner Tür oder sonst was. Die hat keinen gestört. Und der geht ja nicht hin und sagt irgendwas. Er geht hin und überkippt die direkt. Das ist für mich nicht der virale Hitler. Das ist falsch, glaube ich. Nee, der virale Hitler ist der Botschafter, würde ich sagen. Stimmt, ja. Weil da haben sich alle drüber aufgeregt. Obwohl das, also Katar hat ein bisschen mehr Dreck am Stecken. Mhm. Aber jetzt irgendwie eine böse Aussage ist halt schlimmer gefühlt als die ganzen Toten oder so. Nee, glaube ich nicht. Es hat ja auch schon in seiner Story gehabt, wo ich auch schon so revidieren musste. Pass mal auf. Hier wird ja nicht aufgewogen, was schlimmer ist. Es geht einfach nur darum, dass zu diesen ganzen toten Sklavenarbeitern und halt den fehlenden Menschenrechten, jetzt gibt es eben nochmal irgendwie den offiziellen Botschafter, der halt nochmal sagt, dass Homosexuelle irgendwie geistig gestört sind. Das hat nochmal so ein Tröpfchen obendrauf, weißt du? Das sagt ja, keiner was. Ja, es ist ein Tröpfchen, aber es ging ja nur darum, dass der Outrage gefühlt da größer ist. Glaube ich nicht. Nee, meinst du nicht? War nicht mein Gefühl. Ich meine, ich verfolge es auch nicht so krass, aber es ist nicht mein Gefühl. Naja. Ist auf jeden Fall nicht schlimmer. Also ist auf jeden Fall beides scheiße einfach. Ich werde dann echt mal gucken, wie so Einschaltquoten sind. Ob die in irgendeiner Form merklich geringer sind als zur letzten WM oder so. Ob den Leuten einfach scheißegal ist. Ja, also ich weiß, dass viele Bars und Kneipen das auf jeden Fall nicht mehr zeigen wollen. Die machen immer so Public Viewing. Das machen jetzt sehr viele und machen, nicht. Wir sind bald durch. Ich muss, glaube ich, hier nochmal, also ganz schnell, Tino. Ich hätte, glaube ich, nur noch eins, oder? Denn ein kleiner noch, neuer, doch. Toller Internettrend, der mir kurz bevor wir hier angefangen haben, in die Timeline gespült wurde, um mal den David Hein zu zitieren, ist Barnacle Removal, also Rankenfußkrebse, die sich auf dem Rücken von Schildkröten befinden. Süß. Es gibt die Sea Turtles, ja. Mhm.
die haben das. Die sind auch Salzwassertiere. Und da gab es einen Kanal, Ocean Sea heißt der. Und der hat ein Video gemacht vor einem Monat. Und das hat durch irgendwelche Verquickungen von Zufällen oder weil das als ASMR irgendwie geil ist, hat ein Video gemacht mit 11 Millionen Aufrufen jetzt. Innerhalb der letzten Wochen. Und einfach nur, wie die Person eine Schildkröte nimmt und da diesen Schmand quasi hinten abpult mit einem Messer. So. Okay. So, das erstmal nicht weiter verwerflich, weil das ist eine Schildkröte, die im Salzwasser ist und es sind halt wirklich diese Viecher da drauf. Und das stört die Schildkröten? Das stört die nicht, aber Gewässer dessen, ja, im Gewässer dieses Trends gab es, ich glaube, der Kanal selber hat das auch gemacht und andere, die zum Beispiel dann Süßwasser-Dinger nehmen und bei denen das abholen, aber bei denen ist das halt anders. Erstens, wenn die ins Salzwasser gehalten werden, ist das nicht geil für die. Zweitens, ist das bei denen irgendwie fester an der Haut dran, also für die, also die haben halt wirkliche Haut auf diesem Panzer und die merken das, wenn du das abpulst. Und dann gibt es sogar einen, der hat die Dinger mit Kleber draufgeklebt, nur um sie dann abzupulen. Warum das denn? Ja, weil halt die Videos gut geklickt werden. Oh, Leute, ey. Ja, geil, obdachlose oder? Frauen nicht mit kaltem Wasser überschütten und keine Tiere quälen und das hochladen. Meine Güte. Das ist aber ein Hot Take jetzt von dir. Ja. Das, hui. Eine Hard Opinion, ja. Also auf jeden Fall ein ganz toller Internet-Trend. Alles für die Klicks. Gutes ASMR. Ich sag ja, ASMR ist der Teufel. Was ist hier noch? Ich habe für die Menschen, die es gemacht haben, diesen Schildkrötenquäler und die obdachlosen Frauen Kaltmacher, habe ich ein Weihnachtsgeschenk. Und zwar der Oculus-Erfinder hat ein VR-Headset entworfen, das dich echt umbringt, wenn du im Spiel stirbst. Gut. Das gibt's wohl noch nicht, aber er hat es entworfen. Und ich frage mich, wofür? Na, hast ja gerade gesagt. Für Leute, die Süßwasserschildkröten in Salzwasser tunken. Es ist wohl inspiriert von irgendeinem Film oder irgendeiner Geschichte, dass halt Leute, die ein Spiel spielen, auch dann wirklich sterben. Und das will er jetzt irgendwie, weiß nicht, hat er jetzt irgendwie entworfen. Und das finde ich interessant. Ja, ist halt schwierig, ne? An wen vermarktest du das? Deine Kundschaft wird ja immer geringer dann. Quasi. Das ist, glaube ich, kein Geschäftsmodell, was sich lange hält. Oder es ist Teil der Bill-Gates-Verschwörung, dass ja die Menschheit dezimiert werden soll. Und dann stürzen sie alle wie wild drauf. Sie dachten, sie hat die Impfung, haben nichts gebracht. Wir konnten die nicht umbringen, weil haben sie sich zu wenig impfen lassen. Kommt Flucht nach vorne ins Gesicht. Ja, wollte ich umbringen, aber mit einem geilen VR-Spiel wenigstens. Sterbt endlich. Na gut, dann jetzt zum Schluss noch unsere zwei tollen Rubriken. Und zwar hochfahrstuhlend. Die Uplifting News der Woche. Wir hatten jetzt bereits diese geilen Panzerrollstühle und des Weiteren hat der neue Präsident Lula von Brasilien, der Bolsonaro zum Glück abgelöst hat, hat geschworen, die Entforstung aufzuhalten. Ja? Der Regenwald wird nicht weiter abgeholzt. Das ist doch was Schönes. Und ein Zusammenschluss an schweizerischen Wissenschaftlern hat die Formel für durchsichtige Solarplatten irgendwie optimiert, weil das gab es bisher schon als Idee, aber halt total ineffizient, einfach Solarplatten als Fenster einzusetzen. Und das ist jetzt quasi der nächste Step, dass das sehr viel effizienter ist. Wenn du jetzt so eine Hochhausfassade komplett einfach mit Solarplatten als Fenster hast, gut. Wenn er es nicht reflektiert, gab es dann ja auch so Schwierigkeiten, dass dann Autos geblendet werden oder so? Die Autos, keine Ahnung. Sollen sich verpissen, Alter. Fuck Cars. Meine Meinung. Scheiß Film gewesen. Ja. Außerdem die Rubrik Brennholz und Brennholz Untermusik, zu der wir kommen, nachdem wir die Woche bewertet haben. Sehr gerne. Was sagen wir denn? Also es war jetzt auch nicht so krass, ne? Es war nicht krass. Wir haben halt echt viel berichtet so jetzt, was so kleine Sachen sind, aber so wirklich, also Midterms waren halt, das ist für mich relevant. Ansonsten Barnacle Removal. Cool. Ja. Vater also, Abraham und der sprechende Hut. Das ist eine total verschlumpfte Woche, du. Nee. Ich würde auch nur auf eine zwischen 3 und 4 gehen, wäre jetzt meine Vermutung. 3. Also 3,5 Midterms, weil da freue ich mich, dass es nicht so, aber also das ist ja... Und mein Geburtstag. Das ist ja, dein Geburtstag ist eigentlich lieber 3, weil ganz ehrlich, das ist, klar, es ist mir halt ein Thema, aber Brennpunkt Internet, da ist jetzt Amerika ja, gar nicht so recht, relevant. Deswegen gehen wir auf 3. Nicht so viel passiert. Gehen wir auf die 3.
Sehr okay. gerne. Ich habe jetzt gerade den Song von Die Ärzte, nämlich Leichenhalle, in die Playlist gepackt. Aha, das finde ich einfach mal reinhören, ist ein Rotz-Song, aber haben alle drei geschrieben zusammen. Hört rein, ist mit einer kleinen Referenz an Pater Abraham. Ja, sehr gut. Rest in Peace. Dann, ich mache trotzdem den Song, den ich eigentlich als Gegengewicht zum Schlumpfensong haben wollte, und zwar Off With Their Heads, also Ab mit ihren Köpfen, mit dem Song Nightlife. Die Band heißt so, okay. Genau, eine 20 Jahre alte Punkband, die sich aber doch so ein bisschen nach Onkels anhört, lieber Tino. Wir beenden da an dieser Stelle. Du kannst mal Onkels hören, ohne Onkels zu hören. Hör dir diesen Song mal an, weil der hat eine Energie, der geht nach vorne. Richtig geil. Und das Album Home von dieser Band, kann ich sehr empfehlen. Okay, ich höre mal. Der hat halt auch so ein bisschen so eine Kevin-Stimme, aber anders. Also wenn die jetzt nicht irgendwie auch in diese Richtung tendieren, so. Nee, von gar nicht. Halt, diese Punkband, okay. Also. Okay, dann bin ich zufrieden. Aber die haben halt, in so ein bisschen haben sie auch diese Attitüde, aber anders. Er sagt halt eher alles, ich mach nur Scheiße, sagt er, statt zu sagen, ich bin der Geilste. Aber irgendwie hat es so eine ähnliche Attitüde irgendwie. Und das ist der Link, den ich dir auch nochmal separat schicke, weil ich möchte, dass du dieses Lied anhörst. Ich höre euch mal auch in die Playlist rein, tatsächlich, von uns, die wir da haben. Gut. Brennholz unter Musik bei Spotify, Link in der YouTube-Beschreibung. Jetzt mit drin Die Ärzte und Off With Their Heads. Und die Playlist hat jetzt 2 Stunden, 27 Minuten und das, 25 Likes. Da kann man ja schon fast eine Party mitfüllen, du. Und 25 Likes. Wobei, ob es eine gute Party wird, ist die nächste Frage, weil es ist ja sehr durchwachsen. Es ist eine geile Party, es sind nur geile Songs drin. Das stimmt. Bis jetzt. Nun gut. Falco Super Wrestling auch. Dann Leute, sagt uns doch gerne Bescheid, ob ihr das mit der Struktur eine gute Idee findet. Hört bei der Playlist vorbei. Schreibt übrigens gerne einen Kommentar. Da gibt es immer so 1-2 Leute, die schreiben immer 5 Kommentare. Finde ich auch sehr geil. Aber jeder Kommentar wird natürlich gelesen. Ihr wisst, wie es ist. Tino antwortet ja auch immer ganz gerne mal auf irgendwelche Gelegentlich. Geschichten. Gelegentlich. Oder auch auf der Straße manchmal in Weimar. Gibt es immer so einen Typen, liebe Grüße, der manchmal sagt, ey, geile Ausgabe wieder. Da freue ich mich immer. Schön. Ja, dann machen wir das so. Und wir sehen uns im Stream oder auch nicht. Oder auch nicht. Werden wir sehen. Was wir auf jeden Fall machen werden, ist Musik hören, wie zum Beispiel dieses Lied, was gerade läuft. Das ist halt leider noch nicht in der Playlist, ne? Aber das ist auch nicht auf Spotify. Kannst du ja mal fragen, dann können wir das irgendwie deichseln, das hochzuladen. Wird wahrscheinlich nichts. Schade. Unrealistisch. Okay, Leute. Tschüss. Auf Wiedersehen.